Liebe Freunde, hier habe ich wieder mal eine neue Sammlung gekauft für 53 Euro Bulk. Und ich erwarte eigentlich so ziemlich den härtesten Bulk, den es da so gibt. Lassen wir uns überraschen. Ich mache es einfach mal auf. Das Ganze machen wir jetzt einfach mal hier so live. Ich habe auch gar noch nicht reingeguckt bis jetzt. Aber ja, es sollten circa 4.000 bis 5.000 Karten drin sein. Ja, schon mal besser verpackt, wie ich dachte. Ich habe fast schon erwartet, dass die Karten da kreuz und quer drin liegen. Auch solche Sammlungen hatte ich schon. Wenn man hier jetzt guckt, ist es schön in einem weiteren Karton verpackt und dadurch eigentlich auch recht sicher. Das Ganze also echt prima. Jetzt muss da nur noch ein bisschen was drin sein. Aber wie gesagt, ich glaube, hier ist absolut harter Bulk drin. Aber weil ich es so günstig letztlich gekauft habe, ihr wisst ja, meine 1000 Karten für 10 Euro. Der Verkäufer meinte auch, da sind sicher auch seltene dabei. Lassen wir uns mal überraschen. Ich befürchte zwar nicht so wirklich, vielleicht sind auch ein paar ältere dabei, wenn wir Glück haben. Die lassen sich dann auch immer besser verkaufen und kann man ein bisschen mehr Geld erzielen in dem alten Kartendesign dann. Mein Müsli, das ist ganz schön schweres Müsli hier, ja. Müsli, ja genau, Mäuschen auf Schweizerdeutsch, schauen wir mal, und, ja, also, das ist so das, was ich da auch auf dem Bild gesehen habe, sieht genauso aus, und da habe ich mir gedacht, für 50 Euro, wenn man sowas sieht, warum nicht, viel schief gehen kann da nicht, bin gespannt. Wenn ihr hier auch so schaut, hat es auch die ein oder andere Karte im alten Design. Das kann schon mal helfen. Das ist eigentlich so das, was ich mir auch erwünscht habe. Wie erwartet, nur Bulk und keine Rares. Das ist ein bisschen schade natürlich. Man erhofft sich immer ein bisschen mehr, vor allem wenn der Verkäufer auch sagt, dass da seltene Karten dabei sind. Wir haben hier jede Menge Commons gefunden. Man sieht hier so einen Ravnica-Block, diese aus dem zweiten Block. Dann haben wir hier auch Eldrazi, Eldritch Moon ist das. Und dann Dragons of Tark hier, also gut gemischt eigentlich. Auch Innistrad, die alte drin. Ich habe auch schon die alten Lorwyn gesehen, Zendikar. Auf jeden Fall eine gute Mischung. So etwa 5 bis 10 Jahre alte Karten, würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht sogar noch einen Tick älter, wenn man hier auch aus dem Morning Tide ist das, aus dem Lorwyn Block. Auf jeden Fall eine gute Mischung. Der alte Ravnica Block auch dabei. Das Verhältnis Commons, Uncommons, das passt zumindest. Da sind recht viele dabei. Ich habe aber nichts gefunden darin, also wirklich keine Hits. Und dann aber auch hier gibt es dann von den alten Karten noch Bulk. Und das sind eigentlich noch recht viele. Ja, hat auf jeden Fall jetzt mal nicht so gut angefangen. Vielleicht haben wir gleich mehr Glück mit dem nächsten halben Stapel. Wie erwartet, wieder nur Bulk. Ja, es gibt manchmal solche Sammlungen, wo wirklich alles aussortiert ist. Deswegen ist es umso wichtiger, wer meine Videos kennt, dass man auf den Einkaufspreis achtet. Selbst dann ist es gar nicht fürchterlich schlimm. Ich habe jede Menge hier, wie ihr seht, an altem Bulk. Und da werde ich euch zeigen, wie viel Geld manche Leute dafür bezahlen. Und ja, was auch drin war, hat er geschrieben, dass auch sicherlich ein paar seltene dabei sind. Das ist auch wahr. Ich habe hier ein paar wenige gefunden, auch wenn diese nur Bulk Rares auch letztlich sind. Ja?
Was ich hier benutze, ist die Delver-App. Die habe ich euch schon öfters erklärt. Da hält man mit der Smartphone-App einfach drüber über die Karten und die scannt das dann ein und kann dir dann nachher den Preis ermitteln dafür. Das geht schneller, wie wenn ich die Karten bei Card Market eingeben würde. Liebe Freunde, ich habe die Sammlung ausgewertet und was soll ich sagen, da ist nur Bulk drin gewesen. Das sieht man ganz, ganz selten, dass da jemand alles aussortiert. Dennoch möchte ich euch hier zeigen, wie man damit trotzdem zu Gewinn kommen kann. Und zwar habe ich jetzt hier den Bulk alles aussortiert und nach Uncommons und Commons sortiert. Es sind drei Reihen in diesem Karton, alles Commons und eine Uncommon. Hier kommt man auf über 4000 Karten. Ich habe hier etwa 4500 Karten jetzt drin. Ihr wisst, 30 cm entsprechen etwa 1000 Karten. Hier haben wir also ein bisschen mehr. Das ist so schon fertig. So würde ich es aber nicht fotografieren. Ich zeige euch später, wie ich das mit einer Aktion, wie ich das mit einem Angebot mache. Dann, das waren alles die neuen Karten. Und was jetzt auch noch drin war, ist hier eine Box. Und zwar, das ist noch das Tolle an dieser Bulk-Sammlung gewesen. Man findet immer irgendwie eine Möglichkeit, da was Positives rauszuziehen. Selbst wenn alles aussortiert ist, jetzt hat man hier dafür jede Menge alte Karten. Und diese alten lassen sich besonders zu Geld machen. Auch das möchte ich euch zeigen. Das mache ich alles separat. Ich werde sie getrennt von dem neuen Bulk verkaufen, weil da einfach ein Vielfaches mehr möglich ist an Geld. Ich habe noch ein paar wenige alte Karten aus der alten Sammlung noch gehabt, die ich einmal gekauft habe. Die sind auch noch hier drin. Also ich würde jetzt sagen, da waren jetzt etwa 800 alte Karten drin in dieser Sammlung, in dieser Bulk-Sammlung von eben. Und was ich aber auch entdeckt habe, außer diesem Bulk neu und alt, sind Standardländer. Die sind auch drin gewesen, sind dafür recht wenig gewesen. Neue Standardländer, die tue ich einfach in meine Box. Bei jedem Sammlungsverkauf tue ich dann auch immer Standardländer mit dazu. Die gehen dann so oder so auch dann weg. Und dann habe ich aber noch, wie in jeder Sammlung, alle Remasuris, also Sliver, aussortiert. Ich verlinke dir hier ein Video, in dem ich dir zeige, wie du mit Sliver auch Geld machen kannst. Und da waren immerhin ein paar wenige dabei. Ja, von früher. Es sind nicht unbedingt die besten, aber immerhin ein paar auch im alten Kartendesign und die wandern jetzt wieder in meine neue Sliver-Sammlung, dass dann irgendwann die wieder parat ist zum Verkauf. Und dann habe ich hier aber auch noch jede Menge Bulk Rares. So das Spannendste, was ich für mich behalten werde, ist dieses Threats of Disloyalty. Und dann habe ich aber auch noch Merike und Rhea, sind noch zwei brauchbare dabei gewesen, die man noch einzeln verkaufen könnte. Ja, so in Euro 20 und 50 Cent ist natürlich nicht viel, aber lohnt sich schon, ja, bei Card Market reinzustellen. Hier noch die Bulk Rares. Den Zirkuhhammer und Belagerungstrupp der Goblin, Zwielichtshirtin, Auriok, Windwanderer, Schmelzkatastrophe, Sternensturm, Avacyn's Judgment, Thundering Stroke, Hazurets entfesselter Zorn, Bloodfire Colossus, Erleuchteter Djinn, Shivan Dragon, der ist auch immer in jeder Bulk-Sammlung mit dabei gefühlt, Todesgrubenopfer, dann haben wir hier, ja, Upside Down, den Hauptmann der Henweiher Miliz. Er ist eigentlich noch recht lustig und vielleicht sogar noch spielbar in manchen Decks. Ich finde ihn gar nicht so schlecht und überlege auch bei dem, den für meine Sammlung zu behalten. Die Adarkar Valkyrie, ja, die war früher mal eigentlich noch ganz cool. Und so konnte man sogar noch eigentlich ganz nett im Commander spielen. Inzwischen ist natürlich, gibt es da bessere Optionen. Glas mit Augäpfeln, der Seuchensieder, auch den finde ich im Commander ziemlich cool.
Habe ich jetzt noch nie probiert, so eine Sammlung als Commander-Sammlung zu verkaufen. Vielleicht hat jemand von euch das mal gemacht, dann lasst mir mal in den Kommentaren eure Erfahrungen da. Volatile Rig, verlassener Sargophag, Engelherz, Fiole, dann habe ich hier Selfless Exorcist. Diese Bulk-Rares nehme ich wahrscheinlich auch in diese extra alte Bulk-Sammlung rein, wenn ich es verkaufen will. Einfach aus dem Grund, dass da auch alle Seltenheiten drin sind. Und das verkauft sich dann, denke ich, auch lieber oder besser, wenn die Käufer wissen, da sind auch seltene Karten mit dabei. Es sind jetzt zwar nur Bulk-Rares, aber immerhin, denke ich, freut sich da der Käufer auch, wenn er da auch ein paar seltene mit dabei hat. Auch wenn die jetzt nicht viel wert sind. Deswegen tue ich die auch gerne dann einfach aussortieren und in die nächste Bulk-Sammlung mit alten Karten hinein. Ja, also hier haben wir auch so Legenden zum Teil noch drin von früher. Ja, das ist so der Mirrodin-Block und auch der alte Kamigawa-Block, der da noch mit drin war. Oder auch hier das alte Ravnica. Ja, also eigentlich alles nur Bulk, das ist wirklich nichts wert. Ich habe es alles durchgeschaut mit der Delver-App. Wie ihr hier sehen könnt, habe ich nun die Karten auf zwei verschiedene Angebote verteilt. Und zwar im ersten Foto seht ihr ganz schön die alten Karten. Die habe ich hier als Bulk-Sammlung sozusagen angegeben. Und die Rares oder ein paar schöne vorne hingestellt ans Foto und hinten die ganze Box. Und die Beschreibung davon ist, dass ich sie versucht habe für 69 Euro Verhandlungsbasis und mit Versand zu verkaufen. Letztlich habe ich sie direkt auch wirklich verkauft, ein bisschen günstiger. Und zwar nach Versand kann man wirklich sagen, es ist genau der Preis, den mich der ganze Karton, den ihr vorhin gesehen habt, genau diesen Preis konnte ich erzielen durch nur diese 1000 alten Karten. Das heißt 53 Euro netto, nachdem ich Gebühren und auch die Versandkosten abziehe. Das heißt, alle anderen Karten, die da noch übrig sind, die 4500 neueren Bulk-Karten, die kann ich dann noch weiterverarbeiten. Auf diesem Foto sieht man ganz gut, ich verkaufe nicht in diesen weißen Sortierboxen, weil dann sieht das Ganze nämlich direkt nach Bulk aus und ist schon, denke ich, für viele nichts Besonderes mehr und nicht so wirklich anschaulich. Deswegen hole ich die raus und mache lieber solche Stapel. Besser ist es auch, wenn man direkt schöne Cartoons hat, in die man da zeigen kann. Die Foils habe ich dazu gegeben. Das heißt, ich habe hier sozusagen diese Bulk-Sammlung ein bisschen aufgewertet mit anderen Karten, die noch von anderen Sammlungen übrig waren. Das heißt 100 Rares dazu, 70 Foils dazu, einen Ordner dazu und 200 Token dazu, 250 Standardländer dazu. Und ihr seht hier auf dem Bild, was letztlich rausgekommen ist. Der Wert dieser Dinge, die ich hinzugetan habe, der ist etwa bei 25 Euro. Und jetzt habe ich alles ausgerechnet, was ich da gern haben möchte. Und da würde ein Preis von 115 Euro rauskommen. Und die 25, die müsste man dann halt einfach davon abziehen. Dann würden 90 Euro übrig bleiben, wenn ich es zu diesen 115 Euro verkauft bekommen. Ich selber habe es jetzt erstmal reingestellt für ein klein bisschen mehr, und zwar 124 Euro mit Verhandlungsbasis. Und ich denke, das könnte auch klappen. Man kann da auch ein bisschen Geduld haben. Es muss nicht sofort weggehen, das ist klar. Wenn sich da jetzt aber länger nichts tut, dann ja, muss man einfach die Auktion vielleicht nochmal reinstellen. Ein bisschen an einem besseren Tag, am Wochenende. Und ich denke, man muss nicht sofort mit dem günstigsten Preis reingehen. Ich habe die 115 Euro angesetzt. Und ja, vielleicht geht es ja auch für ein bisschen mehr weg, warum nicht? Ich habe es ja nicht eilig oder so und deswegen
Denke ich, diese wird auf jeden Fall für so einen Preis weggehen, dass ich da letztlich mit 90 € Gewinn dann rauskomme. Wenn ich überlege, ich habe natürlich auch Zeit reingesteckt, das ist klar. Wenn es einem Spaß macht, dann ist da vielleicht das Geld da irgendwo nebensächlich. Ich habe einfach auch Spaß daran, das ja, zu sortieren, durchzuschauen, Sammlungen da auszuwerten, mir zu überlegen, ja, wie kann ich das jetzt weiterverkaufen und vielleicht noch ein paar Euro dazu gewinnen. Ich sehe es auch ein Stück weit noch als Hobby. Es ist für mich kein Hauptgeschäft in dem Sinn. Ist auch gar nicht mein Ziel. Ich möchte einfach hier, wenn ich die Zeit habe, so ein bisschen noch einen Nebenverdienst erwirtschaften. Dazu habe ich auch ein größeres Video schon gemacht. Und ich bin absolut zufrieden mit dem, wie das jetzt momentan läuft. Mein eigentlicher Hauptjob gibt mir recht wenig Zeit dafür, mich hier so reinzuknien, um das ernsthafter zu betreiben. Und deswegen, für mich passt es soweit. Vielleicht könnt ihr mir auch sagen, wie es bei euch aussieht, ob ihr das ernsthafter vorhabt oder auch so nebenher macht, wie es bei euch läuft. Ich bin sehr gespannt. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall frohe Festtage, schöne Weihnachten. Wir sehen uns bald wieder. Rob, der magische Investor. Peace out.